Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Ja, wieder mal Malerzeit. Ich habe es 2 Tage ausgesetzt, ne? War wieder mal ein bisschen nötig für mich auch und es war einfach nicht die Zeit. Ich hatte ständig vor, ein Reading zu machen und immer hat es mir gesagt, nee, mach mal nicht, es ist nicht an der Zeit, das Ganze muss wirken. Ja, auf jeden Fall schön, hast du wieder zugeschaltet auf meinen Kanal. Es freut mich sehr, dass du wieder dabei bist. Und ja, heute schauen wir doch mal nach, was nach diesem super Neumond im Skorpion, sobald ich mich nicht hier verzettle, ja, alles so gehen dürfte, was so ansteht, ne, was sich da so erneuert hat. Und ich sag's auch gleich zu Anfang, ihr habt hier die Möglichkeit, euch für einen Stapel zu entscheiden. Einmal den Schneeflocken-Obsidian oder der rote Jaspis. Ja. Darfst du dich entscheiden für einen Stapel? Dann habe ich noch eine Frage, ihr Lieben. Wir hatten Diskussionen bezüglich dieses Steins. Meine Kollegin meinte, das ist Hämatit und ich sage, es ist Pyrit. Schwarzer Pyrit. Hämatit von der Farbe her würde ich jetzt sagen, ja, aber nicht von der Konsistenz. Hämatit ist rund. Das ist alles eckig hier. Aber von der Farbe wird es schon hinkommen. Aber Pyrit, ja, funkt hier die Farbe nicht so ganz, ne, hier drin. Aber könnte ja auch schwarzer Pyrit sein, ne? Aber die Konsistenz würde stimmen. Wenn mir jemand noch was hier zum Außenstehenden sagen kann, wenn wir hier unter uns einen Steinexperten haben, ja, dann bitte ich euch doch mal hier, auch mal hier außen, wie der aussieht. Also, für mich farblich wirklich ein Hämatit, ja, aber wirklich die Konsistenz hier, die Form stimmt da nicht überein. Und ich bin da einfach zum Schluss gekommen, das ist Pyrit, schwarzer Pyrit. Ja, und jetzt sind wir da in der Diskussion. Jetzt brauchen wir einen Ringrichter. Also, wenn ihr da Bescheid wisst, freue ich mich gerne über Kommentare, wenn wir hier Steinexperten haben. Ich lasse mich ja gerne belehren, ne? Weil Stein, das ist so eine Wissenschaft für sich. Ja? Schreibt mir doch das gerne unten in die Kommentare rein. Es würde mich brennend interessieren, wie ihr das einstuft. Ja? Also eben, wie schon gesagt, Farbe total Hämatit, aber Konsistenz nicht, ne? Weil der ist ja so rund, blasig, ne? Irgendwie so. Oder ja, eben Pyrit. Stimmt von der Konsistenz, aber von der Farbe nicht ganz, obwohl es ja auch den schwarzen Pyrit gibt, ja. Ja, rede ich jetzt nicht nur vom reinen Katzengold, ja. Also, ich lasse mich hier gerne belehren von euch. Ja, wie geht es euch denn nach diesem Neumond, die letzten 2 Tage? Wie habt ihr diese so, würde mich auch brennend interessieren, wie habt ihr diese so empfunden, weil der Superneumond, das war ja auch so ein Ding, ne? So befreiend irgendwie die Wahrheit und eben dann noch im Skorpion. Und Skorpion ist ja immer so ein, ist ja so quasi das, man sagt ja, das giftigste Sternzeichen oder eben, weil es halt ein Tier ist mit Stachel, ne? Ja, kann schon mal irgendwas so ein bisschen verfälschen. Ja, kann verfälschen, muss aber nicht. Ja, Skorpion, es steht ja auch so ein bisschen für die Wahrheit, ja, Befreien der Wahrheit, die Befreiung der Wahrheit, die dunkle, ja, so ein bisschen Licht in die dunkle Ecke bringen, ja. So ein bisschen ja, so, wie soll ich das sagen, für mich so auch ein bisschen der Schlüssel zum Kellerverlies, ne, zum dunklen Verlies, zu der dunkelsten Ecke, die man hat. Ja? Und ich empfand den, ja, wie soll ich das sagen? Er hat noch mal so ein bisschen Ängste hochgewirbelt, ja, zu Anfang. Und dann ging es aber richtig, weil
Skorpion, ja, man hat Angst davor, von ihm gestochen zu werden, ne? Um wieder vergiftet zu werden. Ich rede es da eigentlich eher nur, was bildlich vor meinem Auge abgeht, so energetisch, dass man wieder vergiftet wird. Vergiftet mit dem dunkelsten Verlies, dass man wieder, dass wieder dies, dass die dunklen Seiten dominieren. Ja? Und da fragt sich einfach auch für dich, was genau ist das Gift? Was ist es? Ja? Ja, und für mich war das auch so ein bisschen jetzt dieser Neumond, Super Neumond, der Startschuss, weil meine Lieben, 4, 5, 6, 7, Momentchen. Ja, ziehe ich nicht, weil soviel ich weiß, haben wir im Dezember eine 10er Portaltagsreihe. Und die läuft, soweit ich weiß, ab Heiligabend, ab dem 24. Ja, dann, danach geht mein Kalender nicht mehr weiter und ich habe den neuen noch nicht. Ja. Ich habe ja hier immer, so wenn ich euch das mal hier so zeigen darf, will, kann, das ist meine Agenda, die Maya Tsuvuya Agenda, das ist die Tsuvuya Welle Surfen mit dem Maya-Kalender. Und da seht ihr immer oben schön PPP für Portaltag und dann auch jeweils die Zeichen, in dem der Tag steht. Wir haben die lange Zählung, ne? Oder wir haben die no normale Zählung hier. Ja, und wer sich für die Agenda interessiert, wo kriegt man die denn? ISB-Nummer, ja, 978 395251-36-2-0. Ja. Wenn ich jetzt. Ja, das Urheberrecht, Copyright von dieser Agenda ist vom Tsuvuya Flow Verlag. Haus der Wunder, Almenstraße 83 in 4500 Solothurn. Das ist mein Kanton, wo ich wohne. Ja, kann man sich da gerne bestellen. Ist wirklich eine super tolle Agenda, weil es hat dann auch immer ja, die neuen Phasen. Ach ja, das ist nicht Werbung, ich finde es einfach geil. Ne? Ja, da unten hast du auch immer noch Platz, um deine persönlichen Tageseindrücke ja, reinzuschreiben. Finde ich persönlich ganz eine coole Sache. Kannst das auch so zum Tagebuch machen. Eben, die Vorbereitung zu dem der 10er Portaltagsreihe und soweit ich weiß, geht es im Januar gleich nochmals los. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, hängt mich nicht auf. Ja, und da transformieren wir nochmal, ja, auch zu Weihnachten, dass da die Schleier dann so dünn sind. Ne? Das hat dann schon noch da, macht euch mal auf was gefasst. Das wird nochmal ein bisschen holprig werden. Also ich fühle es zwar eher holprig im schönen Sinne, ja. Holprig, da wird noch mal was los sein, abfließen können, Neues einfließen. Und das meine ich mit holprig, weil viele von euch, ja, das Neue haben sie nicht so gern, ne? Aber ihr dürft euch da drauf einlassen. Dann eben, ich habe schon wieder 8 Minuten 30 gesprochen. Ich hatte ja wieder einen Kommentar von einer netten Lady. Du redest viel zu viel. Ja, liebes, hübsches, du bist auf Malers Laber TV gelandet, ne? Ja, ich möchte einfach wieder mal so ein bisschen sensibilisieren und auch sehen, wie ich das zukünftig mache. Und ich habe auch einen Kommentar von einer so netten Person, ich sag's euch, die meinte, das Gelaber über meine Katze sei hier total fehl am Platz, die ganze Geschichte über die Krankheit und so weiter. Und weißt du was? Von solchen Energien habe ich sowas von die Schnauze gestrichen voll. Ich mag nicht mal mehr darauf antworten. Hör mal, wenn du jetzt neu zuguckst, ich bin Maler. Das hier ist Malers Laber TV. Maler labert. Ne? Maler labert viel. Maler hat viel zu sagen. Ja? Und wenn du mir nicht zuhören magst über das Gelaber, der Rhabarber-Barbara, das Gelaber, Lava, Lava. Über meine Katze Tabata, dann schalte aus, weil die gehört zu mir, die gehört zu den Readings, die ist Bestandteil und es bleibt genauso, wie es ist. Deshalb haben wir so viele coole Kartenlegerinnen hier und Kartenleger. Da ist für jeden was dabei. Ja?
Und ich muss mich nicht verändern, nur dass ich jemandem gefalle. Das gibt's nicht hier. Ich bin ich und so bleibe ich, so bin ich. Und ich werde künftig nicht mehr auf diese Kommentare eingehen. Ich werde sie einfach kommentarlos löschen. Weil ich mag diese Energie nicht auf meinem Kanal. Ich kann damit umgehen. Ja, das geht nicht darum, dass ich das nicht abhaben kann, wenn man mich kritisiert oder sonst irgendwas. Aber, weißt du, konstruktive Kritik habe ich gern. Kritik, wo ich was damit anfangen soll. Nicht so was, ich laber zu viel. Mensch, das weiß ich selbst. Das musst du mir nicht sagen. Ich bin 41 Jahre alt. Junge, Junge, ich weiß selbst, wie viel ich laber. Ne? Ist so. Und dann eben, Tabata, die ist Bestandteil von mir, die gehört zu mir und deshalb werde ich auch ab und zu mal etwas von Tabata erzählen. Aber Tabata ist im Moment, ja, also es geht ja gut, wenn ihr das noch wissen wollt. Die Medikamente haben eingeschlagen und ich bin euch da auch dankbar für eure Kommentare. Was denn sonst noch so gut ist, ist für mich total in Ordnung und ich bin auch dankbar dafür, ja. Ich finde das super, dass ihr euch mir dann auch mitteilt, was noch helfen könnte. Aber so fürs Erste lasse ich es jetzt mal bei den zwei, die sie gekriegt hat. Und ja, weil ist schon ein heftiger Biss, den sie da hat. Ja, und wenn es halt einfach jetzt mal eine Woche Antibiotikum braucht und Schmerzmittel mit Entzündungshemmer, ja, das sogenannte Metacam, sie verträgt das gut. Es geht ihr gut, die Geschwulst ist weg, das Eiter ist weg, ja, oder der Eiter, ja, bei uns in der Schweiz, das hat Eiter, ja, das Eiter. Ja, es ist so ein Schweizer Ding wieder, ne, so, und ich glaube, in Deutschland sagt man der Eiter, ich weiß es nicht, oder war es der Euter? Nee, ich habe keine Ahnung. So, ihr Lieben, eben, wie gesagt, solche Kommentare werde ich in Zukunft einfach kommentarlos löschen. Da werde ich mich nicht mal mehr drum scheren. Ich werde nicht mal meinen Gedanken darum kreisen lassen, weil wenn ich sowas lese, dass das von meiner Katze hier fehl am Platz ist, ich will euch gar nicht sagen, was mir da durch den Kopf geht, was ich da gerne hinschreiben möchte. Ne? Ja. Und das ist mir dann nicht wert. Also wenn ich das einmal lese, wahrnehme, zacki, löschen, gar nicht mehr drüber nachstudieren, weil da denke ich schon mal ein bisschen böse, ganz ehrlich. Es geht dann schon auch mal so weit, dass ich denke, ja, kein Wunder bist du noch nicht mit deinem Seelchen zusammen. Ne? Das ist jetzt wirklich böse, deshalb sage ich es euch. Weil ich bin sehr schlagfertig. Ne? Also da denke ich mir dann einfach so, ja, kein Wunder mit dieser Energie, die du hast, dass es dich nervt, dass ich über eine Katze spreche hier, wo du dir nur dein Reading abholen möchtest. Ne? Ja, kein Wunder, dass dein Seelchen dich nicht will in dem Moment. Ne? Willst du dich überhaupt selbst, so wie du bist? Ja, so da spüre ich dann wirklich so das Miese an diesem Charakter, ja, wie sich jemand über ein Tier, das so voller Liebe ist und voller Schönheit, ne? So rein, ja, wie man sich da so aufregen kann, dass ich davon erzähle. Ja, und ich möchte das nicht mehr, dass das mich so mit solchen Gedanken dann, weil es ist wirklich nicht nett, was ich da denke dann, ne? Aber ich kann auch, wisst ihr, ich kann auch zustechen, aber das mache ich nicht, ja, das mache ich nicht. Und deshalb werde ich das auch löschen, damit ich nicht wegen so einem Troll diese schlechten Energien durch mich habe oder diese niedrig schwingende oder dass ich mich auf diese niedrig schwingenden Energien runterlasse. Ja. So, wir fangen jetzt endlich an, haben wir ja schon ein bisschen, aber eben, Mrs. Lava Lava. Das ist Mrs. Lava Lava. Ja, ihr Lieben, um was geht es jetzt im Moment? Eben, wie gesagt, wir haben gesagt, die Skorpion-Energie durchleuchtet dunkelste Ecken, ja, also wirklich, da geht nochmal die Taschenlampe an und ins hinterste Kämmerchen, ja, hat dann nochmal schön was nach vorne geholt, und zwar aus dem Grund. Der Weg Nummer 4, ach ja, die Karten, Himmel doch mal. Das sind die Karten von der Kabbala-Lebensanalyse, das Energiebild unseres Lebensweges von Hermann Schwehe und Marianne Scherer.
Dann habe ich noch genommen Jasmin Boland, Moonology Orakel. Dann von Ars Edition ein Engel für jeden Tag. Und von Doreen Virtue das Engel-Therapie-Orakel. Und natürlich, wo habe ich hier die Hülle? Ach so, hier. Natürlich Ciro Marchetti Gilded Reverie Lenormand Expanded Edition. Ja. Ja, und da kam die Karte Veränderung und Erneuerung, der Weg Nummer 15. Ja. Veränderung und Erneuerung. Ja, für das Erneuerung und Veränderung eintreten darf, muss das Alte durchleuchtet werden, muss das Alte weichen können, muss das Alte, alte Wege müssen gehen. Ja. Ich gehe jetzt hier nur auf die Grundenergie ein, obwohl, ich gucke mal nach, was ich darüber eben, Erneuerung, weil wenn ich das die Karte anschaue, was mir da sonst noch so in den Sinn kommt, ja. Ja, da geht es auch um Treue, ne? Sich selbst treu zu werden, dass man nicht in die Gefahr kommt, sich selbst untreu zu werden. Und sich selbst von der Macht des Bösen zu beschützen. Das ist so ein bisschen der Weg zwischen Tiferet und Hoth. Und der zeigt uns die Bewusstheitsenergie der Erneuerung, ja, repräsentiert das. Es geht dabei ja so darum, sich mit Themen, die einen in Bedrängnis bringen und sich als Versuchungen darstellen, vorurteilslos auseinanderzusetzen und eine Veränderung herbeizuführen. Ja, einfach wirklich jetzt sich, dass du dir hier auch mal Fragen stellst, ja. Was bedrängt dich immer wieder? Ist es eventuell das Konstrukt, das du nicht loslassen kannst mit deinem Seelchen? Oder was ist es? Welche Ängste hast du? Ist es die Verlustangst? Ja, was kommt da noch hervor? Welche Schattenthemen? Weil es ist das Ende einer schweren Phase. Das Ende einer schweren Phase. Steinbock, ja. Vollmond im Steinbock. Das Ende einer schwierigen Phase. Und es darf jetzt leichter werden. Es darf leichter werden. Und da schauen wir jetzt mal an, eben mit dieser Veränderung, ja, Erneuerung und Veränderung, eben, es darf jetzt leicht werden. Es muss nicht mehr so schwer gehen wie sonst. Und wir sehen es hier auch direkt mit deinem Seelchen. Da geht es um Nachrichten. Ja, dass ein Nachrichtenfluss eventuell zurzeit ein bisschen tot ist, dass da Funkstille ist, ja, Kontakt beendet, ja, Kontakt kann das sein oder auch einfach das ein bisschen so, dass es totenstill ist im Moment, aber es kann auch sein, was ich auch reinkriege, weil vergesst nicht, es ist ein allgemeines Orakel, ja, das ist fürs Kollektiv gelegt und da können halt einfach verschiedene Szenarien sein, ja. Und ich sage einfach, weil ich nicht jedes Szenario tausendmal durchkauen kann, gebe ich euch einfach wieder, was ich da für Eingebungen habe in dem Moment. Ja. Und das war mal die erste Eingebung. Die zweite, die ich habe, durch eine Nachricht transformieren. Man hat Nachrichten bekommen und hat da so viel darüber nachstudiert, dass man am Transformieren ist, weil Transformation zeigt mir natürlich auch der Baum, gesund werden, ne? In Transformation, etwas verändern wollen, ja, und zwar den Leidensweg, ja, man geht oder geht plötzlich einen Leidensweg, entweder will man den Leidensweg hier, weil das Kreuz ist für mich immer so schicksalhaft und eben das, was einem leiden lässt, da, wo man nicht auf sein Herz wo man nicht sein Herz fühlen möchte, ja. Und es geht darum, dass er ja hier eben sich auch den Kontakt wünscht. Er ist loyal, treu dem Kontakt gegenüber. Aber er hat auch so ein bisschen Angst, zeigt, dass hier was beendet ist. Vielleicht hast du das auch irgendwie mal so auf Eis gelegt, das Ganze. Kann auch sein. Aber seine Blockaden sind halt einfach seine Verletzungen und das ist das, wovor er Angst hat, ja. Und deshalb ist da ein Leidensweg, weil von diesen Ängsten hier kann man nicht frei leben, ja, kann man nicht in Harmonie sein, sondern
Man ist dann ständig in der Vermeidung drin, etwas eben genau, dass das eintrifft, wovor man Angst hat, vermeiden zu wollen. Ja. Was ich auch sehe, wenn da jetzt ein Nochpartner ist, Bernd hier, Schabrackenverein, ne, dass hier, dass die ihn an der Stärke, dass er stark wird, dass sie ihn daran hindert, ja, daran hindert, ins Herz zu kommen. Ja, das ist hier ganz groß angezeigt. Sie hindert ihn daran, ins Herz zu kommen. Weil das Herz ist im Haus der Wege, sich für den Herzensweg zu entscheiden. Und schau mal, da kommst du. Ja, da kommst du. Und hier eben in die Gefühle zu gehen, da seinen Sehnsüchten auch zu folgen, ja, diese Reise zu machen zu den tiefen Gefühlen, in die dunkle Ecke, ja, auch des Neumondes, ja, der alles durchleuchtet. Die Wege sind im Haus des Buchs, also Entscheidungen sind noch nicht so ganz spruchreif, ja, aber verschließt sich auch für Entscheidungen zu treffen. Der Brief, im Haus des Briefs, hier der Reiter. Ja, kommt hier was in Bewegung. Das haben wir im Haus des Reiters. Wir haben den Anker. Ja, festhalten, nicht loslassen können. Ja, deshalb hat sich wieder durch diese Nachricht hier wahrscheinlich wieder verschlossen und zurückgezogen. Ja, wo du gesagt hast, ja, jetzt guck mal selbst, wie du hier auf deine Dinge kommst. Aber das ist alles nur an den Ängsten festhalten hier. Ja, aber hat mit dir zu tun, weil im Haus der Lilien bist du. Also du bringst ihm Harmonie rein. Ja, du bringst ihm Harmonie rein und wo die Schlange hier natürlich eher Ängste reinbringt. Ja. Kann aber auch seine Verwicklung, Verstrickung sein, weil eben im Haus der Mäuse ist die Schlange. Und das kann auch heißen, weil eben die Schlange steht nun mal für die Nochpartnerin. Aber weißt du, die Schlange ist ja auch die Heilung. Und das muss nicht unbedingt sein, dass das eine falsche Schlange hier ist. Das ist nicht unbedingt diese Energie gemeint, ja. Sondern einfach, dass da noch eine andere Frau im Paradies ist. Weil wir sehen hier, ja, die Schlange im Baum mit den Äpfeln hat für mich Adam und Eva Energie. Ja. Und Eva, die hier vom Apfel quasi gekostet hat, ja, der Versuchung des Teufels quasi nicht widerstehen konnte. Ja. Aber die Schlange steht auch für sich häuten. Häute dich, transformiere diese Ängste, ja, soll das heißen. Und da ist er jetzt auf dem Heilungsweg, weil wir haben ja auch hier Transformation und Heilung, ja, Wachstum. Ja. Und eben damit er diese Ängste transformiert, damit er in seine Stärke kommt. Ja, der Bär im Haus des Mondes, den Sehnsüchten folgen, dieser Anziehungskraft folgen. Ja, aber diese inneren Zwiegespräche, hier, da geht es auch um, dass er rausputzt bei sich jetzt, aber auch, dass er innere Zwiespälte hat. Ja, dass er, soll ich jetzt dem Herz folgen, ja, meinen Sehnsüchten folgen? Ja, aber seine Ängste verhindern noch so ein bisschen den Neubeginn. Aber es ist im Wachstum. Es ist im Wachstum. Weil im Haus der Ruten ist das Kind und die Ruten sind genau hier. Und das ist nun mal, das im Haus des Kindes ist die Rute und im Haus der Rute ist das Kind. Ja? Das heißt also, man putzt da raus, um Erneuerung, ja, zu bekommen, um sich zu waschen von all den Ängsten hier, die festhalten, die ihn anketten. Diese Ängste ketten ihn an. Ja, weil kommt Bewegung rein. Er lässt so langsam ein bisschen los, weil im Haus des Klees ist das Haus. Das heißt, da kommt auch immer wie mehr Stabilität rein. Ja. Neben mit dem Hund im Haus des Hauses, ja. Es ist ja auch sich selbst so ein bisschen treu bleiben, ja. Was will ich denn? Und sich selbst mal treu bleiben und nicht immer den anderen hier recht machen, bedeutet ja auch mal auf sein Herz zu hören. Und da findet er nämlich dich drin. Ja?
diesem Herz. Aber du hast im Moment so ein bisschen eben das Misstrauen oder das Vertrauen in das Ganze verloren. Du bist auch noch so ein bisschen von Ängsten, ja, so eben, nee, nicht unbedingt Ängste, aber da sind doch die ein oder andere Angst ist da. Aber hier geht es auch darum, sich dieses Misstrauen, was man hat, dem Ganzen gegenüber einfach mal loszulassen, weil es geht hier darum, dass du in dein Glück kommst, dass du in deinem Licht leuchtest, dass hier etwas einen guten Abschluss nimmt. Und du bist dir ja klar, was du willst. Ja, du möchtest deinen Herzensweg gehen. Zwar auch mit ihm, das ist klar. Aber du guckst auch direkt in die Veränderung rein. Also willst du da was verändern und du drehst den Rücken weg vom Fuchs, also von all dem, was Misstrauen bringt und so weiter, davor. Dem drehst du den Rücken zu. Ja, weil du möchtest in deine Kraft kommen. Ja. Ja, im Haus des Ankers sind die Blumen. Du möchtest loslassen. Ja, du möchtest sie auf dieser Reise machen. Du möchtest loslassen und die innere Unruhe, Stress, Hektik hier transformieren. Das ist göttlich geführt. Weil im Haus der Blumen ist das Kreuz, ne? Hier möchtest du transformieren, das Geschenk darin ansehen. Das ist göttlich geführt, das Ganze. Ja, was sehe ich hier noch? Ich will mal kurz nachgucken. Wo sind denn überhaupt was ist das für ein Haus? 9, 18, 17, ja, dann werden die Störche, ja. Stimmt das ja hier? Im Haus der Störche, in diese Blockaden, kommen Veränderungen rein. Ja? Er dreht ja den Rücken zu, dem Ring, dem Park, dem Berg und der Harmonie. Ja? Also es heißt auch, er möchte sich aus dem alten Kreislauf lösen. Ja? In seine Stärke kommen. Was macht ihn stark? Die Verbindung mit dir. Möchte sich gerne öffnen, aber ist noch gerade ein bisschen blockiert, weil was seine Harmonie genommen hat. Und zwar sehe ich hier die Streitgespräche, ja, die Streitgespräche mit seiner Noch-Partnerin oder seinem Noch-Partner oder die inneren Streitgespräche, die ihn immer wieder auf Umwege bringen, ihn verwickeln hier, ja, wortwörtlich gesehen. Und hier, das darf er natürlich lösen. Das darf er alles lösen. Ja, und sich selbst treu bleiben, dann den Weg in sein Inneres zu finden, heißt nun mal halt auch im Haus des Hundes hier, dass hier Harmonie reinkommen darf, dass man das innere Gleichgewicht, sich selber treu und loyal bleibt, das innere Gleichgewicht reinkommen darf. Und das sieht er natürlich jetzt, deshalb auch die Veränderung, da geht wirklich was vorwärts. Der transformiert das gerade, der geht seinen Herzensweg an. Und in seine Blockaden, da kommt die Klarheit rein. Der wird sich klar werden, eben weil er sich die Dinge anguckt, ja. Weil er wirklich hier auch schaut, warum etwas immer wieder den gleichen Lauf nimmt, warum er da nicht glücklicher wird, sondern warum da immer wieder dann die düstere Stimmung ist. Weil wir haben hier so ein bisschen die Depri-Stimmung. Eben kann sein, entweder dass du Nachrichten kriegst oder dass du ihm eine Nachricht geschrieben hast, wo du einfach wirklich gesagt hast, du hör mal, es reicht hier. Ja? Und du einfach auch weißt, dass du loslassen darfst, ja, um da nicht irgendwas immer wieder irgendwas fangen zu wollen, was sich nicht fangen lässt. Ja? Und da gilt es halt nun mal, den Kampf vom Fangen aufzugeben. So, jetzt, wenn du dich für den Schneeflocken-Obsidian entschieden hast, ja, wunderschöner Stein, dann ist das hier dein Stapel. Und den schaue ich mir jetzt mal an. Wir haben da einige Kartendecks oder Karten, die ich hier verwendet habe. Zum einen kommt hier der Weg Nummer 4. Kontinuierende Intelligenz. Nee, konstituierende Intelligenz, Entschuldigung. Lesen sollte man können. Ja, da darfst du forschen und nachdenken, da darfst du kombinieren.
ist die Yang-Energie. Aktivität, Selbstbewusstsein, Stabilität, Machtausübung. Ja, entspricht auch der Karte im Tarot des Herrschers. Der Weg zwischen Chokma und Tiferet. Die dynamische Energie. Das Zusammenwirken dieser beiden Urkräfte. Die darfst du für konstruktive Arbeit einsetzen, ja? Das ist die Bewusstseinsenergie. Annehmen, ja? Das Annehmen, das Ganze. Annehmen, aktiv werden für sich selbst, ja? Ein zielgerichtetes Handeln ist ein Handeln im Moment mit deinem Ziel im Einklang, ja? Und da darfst du natürlich auch so deine innere Kraft spüren. Ja, so ein bisschen, die dir hilft dazu, Zuversicht, Umsicht und Vorsicht zu entwickeln. Dass Friede und Ruhe und Ordnung in dir herrscht, ja? Nicht zu lange nachdenken, sondern machen, ja, einfach tun, in die Tat umsetzen, ja. Und vor allem, dass du dich nicht durch Widerstände und Hindernisse von dem rechten Weg abbringen lässt, ja, weil das ist das, was das Ego versucht. Handle klug, ja. Reagier nicht zu emotional. Wenn du zu emotional bist für irgendwas, dann lass dir lieber nochmal einen Tag, zwei Zeit, um zu reagieren. Ja? Bei dir ist es also wirklich Handeln angesagt, bedachtes Handeln, ja. Also du jetzt genau überlegst, was du tust und wo das hinführt. Weil eben die Emotionen laufen auf Hochtouren. Der Supermond, ja, hatten wir es doch. Super Neumond. Ja. Die Emotionen laufen auf Hochtouren bereits. Und deshalb handle mit Bedacht, was du tust. Handle nicht aus diesen Emotionen raus, ja, sondern geh erstmal in deine Mitte und schaue, woher die kommen. Sind diese Emotionen da, weil dein Ego, einen Schluck trinken, eventuell wieder mal zu fest dominiert, ja, bringt dich dein Ego in diese Situation, in diese Emotionen. Ja, und ergib dich dem Göttlichen, ja. Es ist alles geführt. Du kannst aufhören, irgendwas steuern zu wollen, ja. Das Einzige, was du tun darfst, ist, bei dir selbst zu bleiben, ja. Dir selbst treu sein, dich um deine Dinge kümmern, um das zu kümmern, was dich triggert. Dich um das zu kümmern, was du noch transformieren darfst. Ja. Weil bald geht's hoch her. Ja. Es kommen also die Witterenergien rein, ja. Rote aktive Kraft, sage ich jetzt mal. Ja. Also wirklich so Aktivität, ja. Und deshalb ist es wichtig, dass du vorab in der Ruhe bleibst und bedacht bleibst, ja. Auf jeden Fall auch das dritte Augechakra. Du kannst die Energie der Liebe in all ihren Formen sehen, zum Beispiel Engel, Auren und Visionen. Du bist beschützt. Ja, was hast du denn für Visionen? Ja, verbinde dich mehr. Mach auch vielleicht eine Meditation für das dritte Augechakra, ja, damit du das noch ein bisschen stärken kannst. Und dann kam die Zwillingsflamme. Zu der Antwort auf deine Frage gehört eine spirituell orientierte Liebesbeziehung. Ja, das hat einen höheren Sinn, das Ganze. Ja, es hat einen höheren Sinn. Und manchmal ist es wichtig, sich einfach da treiben zu lassen, weil du kannst es nicht beeinflussen, ja? Deshalb lass das los. Dieses Konstrukt, dass du von ihm etwas haben möchtest, lasse los, dass er dir irgendwas im Innern ausfüllen kann. Ja, lasse das Konstrukt los, dass du nur vollständig bist, wenn er oder sie da ist. Ja,
weil das ist eine göttlich geführte, höhere spirituelle Verbindung mit euch. Und da ist ja eigentlich Schnurzpiep, egal was es ist, ob es eine Zwillingsseele, eine Dualseele, ob es ein Seelenpartner ist, ja. Es ist die Seelenpartnerschaft dahinter. Es ist ja so. Aber eben, komm da ins Vertrauen und klär deine Energie. Ja, bitte die Engel, alle toxischen Energien zu beseitigen, die du vielleicht absorbiert hast. Ja, oder die du aufgenommen hast, ja. Alles, was hier toxisch ist, darf gehen. Reinige dich, ja. Bitte die Engel darum, dass sie dich reinigen. Ja, dann der Engel des Loslassens. Dinge loszulassen hilft dir, dich von Ballast zu lösen und deine Seele zu befreien. Sei es ein Streit, Liebeskummer oder eine bedrückende Situation, löse gedanklich diese Verbindung und gib die negativen Gefühle frei. Loslassen bringt alles ins Fließen und macht dich glücklich und zufriedener. Dein Engel wird dir dabei helfen, dich von Dingen und Menschen zu trennen, die dir nicht gut tun. Ja, auch wenn es jetzt im Moment eine Situation ist, wo du nicht zufrieden bist. Ja, obwohl, frag dich da immer, ob es Vermeidung ist oder nicht, aber das Konstrukt selbst kann man loslassen. Ja, ja. Der Engel des Lichts. Lass dich vom Licht der Sonne inspirieren. Sie schenkt dir Kraft und Energie. Bitte deine Engel, dich mit mehr Licht zu erfüllen, damit du das Strahlen verbreiten und die Wärme mit anderen teilen kannst. Lass dein inneres Licht immer intensiver werden, so wirst du auch deine Ziele klar erkennen können. Die Botschaft deines Engels, bist du im Licht, wird dir die engelshafte Erleuchtung gewiss sein. Ja? Also strahle in deinem eigenen Licht, in deiner eigenen Sonne, zeig dich. Ja? Sehe, dass du wichtig bist, dass du strahlst. Und wenn du strahlst, dann wird man dich auch sehen. Ja? Der Engel der Motivation. Das Leben steckt voller Überraschungen und Veränderungen. Bitte deine Engel, dass er dir hilft, dich immer wieder zu motivieren, auch wenn die Dinge mal stillzustehen scheinen. So schenkt er dir neue Energie und erweckt deine Tatkraft. Du wirst dich gleich viel lebendiger fühlen und kannst gestärkt die Dinge anpacken. Also bitte diese, deine Helfer um Hilfe, deine geistigen Helfer, deine Engel um Hilfe. Ja, das ist das, was du jetzt tun kannst in dieser Situation, weil er scheint ja so wirklich beschäftigt zu sein mit sich selbst. Ja, ja. Dann roter Jaspis. Ne? Um was geht es da? Der rote Jaspis. Der Weg Nummer 9, die Weisheit des Willens. Ja, da geht es um den Propheten, um Kontakt zum höheren Bewusstsein, die Abgeschiedenheit und die Einsamkeit. Er geht auch am Weg 9 so und spricht der Karte 9 im Tarot, den Eremit. Ja, also dich so ein bisschen abzuschirmen vom Ganzen. Hier siehst du auch, ne? Leuchten mit seinem eigenen Licht. Hat einen Schlangenstock hier. Die Heilung gehen, den Heilungsweg gehen. Ja, da darfst du ein bisschen forschen und nachdenken. Darfst du auch kombinieren, ne? Treibe deine Imagination voran, ja? Du darfst also das, was du dir wünschst, in Aktion bringen, ja? Und übe deine imaginären Fähigkeiten, Imagination, ja, was vor deinem geistigen Auge ist, das ist bereits, ja. Und gehe da voran, ja, glaube daran. Ja, Bewusstseinsenergie der Weisheit, ja. Die Intelligenz des Willens, die Kraft des Willens, ja, die Willensstärke.
geht auch einher mit dem Weg von Chesed nach Tiferet. Die Kraft des Willens einsetzen. Und dabei Kopf und Herz in der eigenen inneren Weisheit in die Balance zu bringen, ja, so wie es für dich richtig und wichtig und richtig sich anfühlt, ja. Den Sinn hinter allem zu sehen, unter jedem Umstand des Lebens auch zu erkennen, ja, warum dieser Umstand so ist, ja. So ein bisschen auch, wer sucht, der findet. Der Eremit, ja, der sucht ja immer so die Weisheit und die Einsamkeit, weil er dort alles findet, was ihm zur Erleuchtung, hier mit der Lampe, ja, was ihm zur Erleuchtung verhilft. Ja, du darfst diese Bewusstseinsenergie nutzen von dem Eremiten. Deine Weisheit zu finden, ja, deine essentielle Weisheit, das, was dich ausmacht, das deine Wahrheit. Ja. Quasi deine Seelenkraft integrieren, die Liebeskraft, ja, die Vorstellungskraft und die Gotteskraft. Die kannst du im Kopf und Herz in Einklang bringen. Ja, es ist eine sehr schöne Energie, die Karte. Ich nehme die so gerade ein bisschen auf, ja. Und dann, was hatten wir noch? Die Zeit der Heilung, ja. Die abnehmende Sichel, die Zeit der Heilung, hat es ja hier jetzt schon gezeigt, dass du diesen Weg gehst, ja. Und auch bei ihm war das ja hier so. Die Zeit der Heilung, ja. Heilung, Transformation. Und du darfst jetzt aus deiner Wohlfühlzone austreten. Tret dir vor, alles wovor du Angst hast, mach einen Schritt da rein. Ja? Das bringt dir Wohlstand. Nicht nur materiell, sondern auch spirituell, geistig, innerlich, ne, mental. Dann hast du deine Engel um Hilfe gebeten? Deine Engel wollen dir in dieser Situation helfen. Sie brauchen jedoch deine Erlaubnis, bevor sie bei deiner freiwillig getroffenen Entscheidung intervenieren können. Also bitte sie um Hilfe, auch wenn du gerade nicht weißt, wie du loslassen sollst oder wie du irgendwas meistern sollst. Ja? Bitte sie um Hilfe, sie werden dir helfen. Das Kronenchakra. Achte auf deine Ideen, da die Botschaften wahrer göttlichen Führung sind, geschickt als Antwort auf deine Gebete. Ja? Verbinde dich etwas mehr mit deinem Kronenchakra, mit der Verbindung nach oben. Ja? Hatten wir ja auch hier eben diesen Weg zu gehen, um dich mit dir selbst zu verbinden. Ja? Finde deinen eigenen Tempel in dir drin, ja? Wo du lichtest, wo dein Licht leuchtet hier. Ja? Finde es, mir kommt da auch rein, finde dein eigenes Atlantis in dir. Finde Atlantis in dir, finde die Atlantis-Energie in dir. Ja, staubsauge deine Ängste weg. Bitte Erzengel Michael und Raphael, dich, deine Umgebung, die gegenwärtige Situation und jeden daran Beteiligten von angstbasierten Energien zu befreien. Ja. Bitte sie darum, dass sie deine Ängste wegstaubsaugen. Ja. Dann singen und tanzen. Drücke dein innerstes Wesen aus und wecke alle deine Sinne durch die magische Kraft von Musik und Bewegung, weil da kommt Lebensfreude rein. Schwing einfach mal so ein bisschen mit der Energie, ne, mit der Energie des Singen, Tanzens, wo du dich einfach dem
Ja, ich würde jetzt sagen, wo du dich einfach dem Beat hingibst, ja, dem Lied hingibst und schwinge deinen Körper danach, geh in Einklang mit den Klängen, die du hörst und bewege dich einfach, egal wie blöd, wie doof das aussieht, ist egal, Hauptsache du schwingst. Ja, soll auch heißen, schwinge mit deiner eigenen Energie, ja. Der Engel der Wahrheit. Die Wahrheit findet sich in allem. Sie ist Liebe, Vertrauen, Frieden und Weisheit. In der Vielfalt der Natur wirst du die reinste Wahrheit empfinden. Durch deine Engel spürst du ein Gefühl der Verbundenheit mit einer alten Quelle der Kraft und tiefen Weisheit. Du wirst merken, dass alles gut ist, so wie es ist. Ja, deine innere Wahrheit finden. Deiner inneren Wahrheit folgen. Dann der Engel der Vergebung. Mein Gott, diese Karte wirkt in diesem Licht ganz anders. Die ist rosa bei mir und hier ist es so blau auf dem Bildschirm. Ein Schritt auf dem Weg zum inneren Frieden ist die Vergebung. Dies bedeutet nicht, dass man Fehlverhalten entschuldigt oder jemandem Recht gibt, obwohl er im Unrecht war. Es ist vielmehr eine Geste für dich, die dafür sorgt, dass du Frieden schließen kannst. Mache dich also von allen Verletzungen der Vergangenheit frei. So wird eine große Last von dir abfallen. Sei dir sicher, dein Engel steht bei dir. Oder steht dir bei. Ja? Also auch eben diese Vergebung, auch sich selbst zu vergeben, ja, wenn man was deiner Meinung nach Falsches getan hat. Auch sich selbst zu vergeben. Ja, mir kommt da so ein Spruch, ja, da war ich so dumm. Ja, ich war so dumm, dass ich das. Weißt du, das ist sowas von nicht richtig. Ja, das sind dann so, ja, ich war so dumm, dass mir das passiert. Ich war so dumm, das zu glauben. Ich war so dumm. Oder ich war so blöd, mich da hinzugeben. Oder was auch immer, einfach solche Sätze auch, ja. Vergib dir selbst für solche Sachen. Ja, und der Engel der Ruhe. Sei achtsam und nimm dir Zeit für dich und deinen Seelenfrieden. Regelmäßige Momente der Ruhe tun dir gut und fördern deine Glückseligkeit. Setze dich an einen stillen Ort, atme tief und bewusst ein und aus, sodass du die Ruhe in deinem Innern entdecken kannst. In dieser Stille wird dein Engel dir neue Kraft schenken. Ja, indem du in dich hörst, ja, hörst, was darin da in dir vorgeht, was du gerade brauchst, was du dir gerade wünschst, ne? An der Engel des Optimismus. Eine positive Einstellung zum Leben beeinflusst deine Gedanken und Handlungen. Du hast es in der Hand. Durch positives Denken kannst du dich und dein Umfeld glücklich machen. Konzentriere dich auf deine Wünsche und Ziele und gehe davon aus, dass sie in Erfüllung gehen werden. Dein Engel wird dich dabei unterstützen. Also eben, bitte um Hilfe. Und weißt du, bitte um die Hilfe. Das ist genau das. Egal, wo du steckst in deinem Prozess, wenn es nicht weitergeht, wenn du feststeckst, wenn du noch so viele Schmerzen hast mit Themen, die du nicht weißt, wie du die bearbeiten sollst, wenn du vielleicht Schnüre trennen musst, wenn du Flüche, Eide lösen musst, weißt du, und durch das nicht darauf kommst, weil dir das Wissen dazu einfach fehlt oder du es noch nicht erworben hast. Wenn man mit einer Rückführung in Vorleben gehen muss, um das zu transformieren, das kannst du alleine gar nicht tun. Groß, außer du bist da schon Meister drin, das ist natürlich klar. Oder Kindheitsmuster lösen, wenn du nicht weißt, wie oder an was es liegt, dass es mit deinem Seelchen einfach nicht funktioniert. Egal welches es davon ist oder wenn es auch einfach nur ums Loslassen geht. Wenn ich dich dabei unterstützen kann, dann schreib mir. Ja, machen wir einen Termin aus und wir lösen das Ding. Ja, ich zeige dir die Wege, wie du da hinkommst. Gebe dir Werkzeuge mit an die Hand, wo du das einsetzen kannst, um an dir zu arbeiten. Ja, melde dich da gerne unter malerslicht@blumen.ch mit einem Coaching. Dies findet per Telefon statt. Wir gucken uns zuerst deine Situation an und dann gehen wir direkt ran. Wir packen das Ding an der Wurzel.
ja, dass du in die totale Befreiung kommst, in die Heilung kommst, dass du dich selbst heilen kannst von all dem, was dich immer noch zurückzieht, nicht vorwärts kommen lässt, ja. Und glaube mir, was dein Seelchen dir spiegelt, ist eigentlich nur das, was du dir im Innern angucken sollst, ja. Und wenn da noch was ist, was dich triggert, dann kannst du sicher sein, dass es auch noch was ist, was du im Inneren transformieren darfst. Und ich bin mir sicher, ich finde das Ding. Es sagen so viele in Coachings, ja, weißt du, ich habe schon alles getan, ich weiß nicht mehr wo. So, dann höre ich zu und dann weiß ich genau wo und am Schluss heißt es immer, ach ja, stimmt, ne? Dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Ja, es gibt einen Grund, warum du zu mir gefunden hast. Ja, es gibt einen Grund, warum du dich entschieden hast, zum Beispiel bei mir ein Coaching zu buchen. Auch wenn du jetzt natürlich lieber ein persönliches Reading hättest. Ja, da ist ja auch immer ein Stück Coaching dabei. Ja, beim Coaching selbst, da konzentrieren wir uns wirklich auf dich, was da bei dir noch geheilt werden darf. Ja, und bei einem Coaching-Reading-Kombi, da ist auch immer noch ebenso, da durchleuchten wir die aktuelle Situation, da kriegst du auch noch die ein oder andere Info zu deinem Seelchen, ja, aber auch da arbeiten wir daran, nicht so intensiv wie in einer Stunde Coaching, aber wir arbeiten daran, ja. Ja, also eben, egal ob ihr ein Reading möchtet oder ein Coaching möchtet, ja, meldet euch gerne für das unter malaslicht@bluewind.ch und wir gucken das an, damit du weiterkommst, ja, damit du weiterkommst in deinem Prozess, weiterkommst in deiner Befreiung, auf dem Weg zu deiner Selbstliebe, auf dem Weg ins Glücklichsein, ja, auch wenn das deine Berufung betrifft, wenn es um den Arbeitsplatz geht, weil der Dualseelenweg, der zieht dich einmal durch alles durch. Ja, auch wenn du da Unterstützung brauchst. Oder auch wenn es ums Thema Burnout geht. Ich hatte selbst 3 Burnouts in meinem Leben. Ich weiß, von was ich spreche. Ja? Auch wenn wir dieses Thema, wenn du da Unterstützung brauchst, ja? Spirituelle Unterstützung, wo einfach nochmal ein Zacken in einer anderen Ecke guckt, unterstützen zu deiner jetzigen Therapie zum Beispiel. Oder wenn es um Angst, Panikattacken geht, das habe ich alles hinter mir, ich sag's dir. Und ich gebe dir da gerne Werkzeuge mit, wie du damit umgehen kannst, damit das nicht mehr das macht mit dir, was es macht. Ja? Also meldet euch gerne bei mir unter malaslicht@bluewind.ch. Und in dem Sinne, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei wart bei Malas Laber TV, ne? Mrs. Laber Laber. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen weitergeholfen. Und freue mich auf deine Kontaktaufnahme. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und in dem Sinne schicke ich dir und schenke dir ganz viel Licht und Liebe von mir und wünsche dir einen wunderbaren, spannenden Samstagabend oder Sonntagmorgen oder Sonntagnachmittag. Egal, wann du dieses Video dann immer guckst. Ja? Also, macht's gut. Ich hab euch lieb. Eure Mala. Tschüss.